das Verfahren des neuen Gesundheitssystems mit Elementen der Hypnose, Tiefenentspannung, progressiven Muskelrelaxation, Körperwahrnehmungsübungen, Atemtherapie, autogenem Training und so weiter. Nun atmen Sie erst einmal tief ein und aus und lassen ganz lautstark die Luft heraus. Und atmen somit allen Stress des Alltags, alle Anspannung des Alltags heraus. Lassen alles locker. Lassen sich völlig fallen. Sich völlig fallen in die Unterlage, auf der Sie liegen. Und machen sich ein Bild einer Wolke, auf der Sie schweben. Und auf dieser Wolke schweben Sie wie auf einer Rolltreppe sanft herab in den hellen und freundlichen Keller des Loslassens. Körperwahrnehmungsübungen. Bei diesen Körperwahrnehmungsübungen kommt es nicht darauf an, ob Sie entspannt sind oder nicht entspannt sind, sondern das Wahrnehmen von Spannung und weniger Spannung hat allein einen hilfreichen Wert. Nun spannen Sie die rechte Hand zur Faust, zeigen eine angenehme, kräftige Spannung, spüren, was Spannung bedeutet und lassen wieder locker und spüren, wie sich weniger Spannung anfühlt. Zur Faust, spüren, wie sich Spannung anfühlt. Und lassen wieder locker und spüren, wie sich weniger Spannung anfühlt und was sich dadurch in der Hand verändert. Zur Faust und spannen beide Arme gleichzeitig an. Spüren, was Spannung bedeutet. Und wann auch immer Sie dann möchten, lassen Sie wieder locker und spüren, wie sich weniger Spannung anfühlt und was das für Folgen in Ihren Armen hat. Beide Hände und beide Arme an. Und wann auch immer Sie dann nachher möchten, lassen Sie wieder locker. Spüren Sie wieder nur die Folgen der Spannung und des Loslassens. Thank you.
Vielleicht spüren Sie in den Händen und Armen eine Wärme, vielleicht schon ein leichtes Kribbeln. Das sind alles Anzeichen dafür, dass die Durchblutung besser wird und dass Ihr Immunsystem anfängt, beweglicher zu werden, dass die Immunzellen anfangen, sich munterer zu bewegen. Strecken Sie Ihre beiden Hände aus, stecken die Finger aus und biegen die Finger rückwärts und erzeugen so in den Händen und Armen eine Spannung, eine gegensätzliche Spannung. Und lassen wieder locker. Spüren, wie sich weniger Spannung anfühlt und was das für Veränderungen zur Folge hat. An, als wollten Sie mit den Zehen zugreifen, biegen die Füße nach unten weg und spannen so auch die gesamten Beine an. Und wann auch immer Sie möchten, lassen Sie wieder locker, spüren, wie sich weniger Spannung anfühlt und was das für Folgen hat. Füße in die andere Richtung anziehen, die Fußspitzen hoch zum Kopf, erzeugen in den gesamten Beinen eine Spannung. Und wann auch immer Sie möchten, lassen Sie wieder locker, spüren den Unterschied und die Veränderungen. Sie auch jetzt schon oder erst viel später in den Beinen, wie sich die Durchblutung verbessert und die Immunaktivität zunimmt. Thank you.
doppelte Wirkung. Einerseits helfen sie, verspannte Körperzustände von weniger verspannten zu unterscheiden. Auf der anderen Seite aktivieren sie ganz unmittelbar die Durchblutung und das Immunsystem. Schultern hoch zum Kopf, drücken vielleicht auch die Schultern nach unten, drücken vielleicht auch den Kopf noch gegen die Unterlage und erzeugen so im Schulternackenbereich eine angenehme, kräftige Spannung. Und wann auch immer Sie dann möchten, lassen Sie wieder locker. Und spüren die Veränderungen. Zur Faust ballen, spüren, wie sich Spannung anfühlt und lassen irgendwann wieder locker und spüren, wie sich weniger Spannung anfühlt und was sich in ihren Armen und Händen verändert. Denken Sie, egal ob es so ist oder nicht, den Satz: rechter Arm angenehm schwer. Und Sie bleiben mit Ihrer Aufmerksamkeit im rechten Arm und in der rechten Hand und spüren in die rechte Hand hinein. Spüren Sie dort jetzt oder auch erst sehr viel später ein sanftes Kribbeln, das anzeigt, wie die Immunzellen immer aktiver und lebendiger und frischer werden. In den linken Arm und denken, ganz egal ob so ist oder nicht, den Satz: linker Arm angenehm schwer. Sie den Satz: beide Beine angenehm schwer.
merken Sie den Satz: Der Bauchraum ist angenehm warm durchströmt. Machen sich ein Bild, wie die Sonne angenehm wärmend auf den Bauchraum scheint. Bauchraum angenehm warm durchströmt. Den Satz: Die Stirne ist angenehm kühl. Denken Sie noch einmal: Beide Arme angenehm schwer. Vielleicht spüren Sie in der rechten Hand jetzt schon oder erst später ein Kribbeln, das die Aktivität der Immunzellen anzeigt. Und nun lassen Sie diese Immunzellen von der rechten Hand einen Strom beginnen, einen Strom wandernder Immunzellen hin zu der Stelle, wo im Moment etwas repariert werden muss, wo irgendwelche Bakterien oder Erreger zu bekämpfen sind, wo im Moment Hilfe gebraucht wird. Sie in die linke Hand hinein, das heißt, machen sich ein Bild, wie Sie beim Einatmen die Luft bis in die linke Hand hineinziehen und wie beim Ausatmen die Luft auch wieder aus der linken Hand über die Nase ausströmt. Dadurch nicht intensiver als bisher. Diese Atemübungen versorgen Ihre Immunzellen mit einer kleinen Extraportion Sauerstoff, die deren Aktivität anregt.
setzt sich der Strom der Immunzellen auch von der linken Hand in Bewegung. Die Immunzellen wandern fröhlich singend hin zur Arbeit, schließen sich immer mehr an. Sie werden freudig begrüßt von den anderen Immunzellen, die schon an der Arbeit sind. Und die Neuankömmlinge krempeln auch sofort die Ärmel hoch und machen sich fleißig an die Arbeit. Füße hinein und auch von dort setzt sich wieder der Strom in Bewegung und fließt an den Einsatzort. Sich auch